Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute begrüße ich Sie einmal hier oben vom Turm unserer Stadtkirche. Wenn man hier oben steht und den Blick schweifen lässt über Kirchhain und das Obental, dann geht einem fast unweigerlich der Blick auch zurück. Silvester ist immer auch ein Anlass, den Blick einmal zurückzunehmen auf das zu Ende gehende Jahr 2020. Darum soll es heute in dieser Andacht gehen. Am Ende des Jahres blicken wir ja gerne zurück. Das Jahr 2020 war sicher ganz wesentlich von der Corona-Pandemie bestimmt. Es sind Dinge Wirklichkeit geworden, die wir uns bisher kaum vorstellen konnten. Neben der Erfahrung eines Lockdowns, in dem fast unser gesamtes Leben heruntergefahren wurde, mussten auch wir zumindest zeitweise auf unsere Präsenzgottesdienste verzichten. Keine Gottesdienste an Ostern und jetzt in der zweiten Welle auch wieder nicht an Weihnachten. Wir mussten auf vieles in unserem Leben verzichten, Konzerte und Kulturveranstaltungen. Wir durften uns nicht so treffen, wie wir das gerne getan hätten, Stichwort Distanz halten. Urlaube waren kaum oder nur in bestimmten Grenzen möglich. Und besonders gegenüber unseren älteren Mitmenschen mussten wir Distanz halten und besondere Vorsicht walten lassen. Und wir mussten lernen, mit neuen Regeln zu leben, Abstand halten, Maske tragen und für alles gab es Hygieneregeln. Und für viele Menschen brachte das Jahr auch massive Einbußen bei Einkommen und Lebensstandard. Für manche waren diese gar existenzbedrohend. Manche haben durch die Pandemie auch liebe Menschen für immer verloren. Kurzum, es war ein schwieriges Jahr. Neben dem Rückblick gehört zum Jahreswechsel aber immer auch der Blick auf das neue Jahr. Und der mag sicher sorgenbelastet sein. Denn Corona hat für viele massive Einschnitte gebracht und für das neue Jahr sieht nicht alles besser aus. Wir müssen wohl noch eine ganze Zeit durchhalten, bis die Impfung hoffentlich vieles wieder ermöglichen wird. Zuversicht und Mut für das neue Jahr finde ich immer auch in Gottes Zusagen. Gottes Zusage, dass er mich auch im neuen Jahr auf meinem Weg begleiten will. Dafür muss ich dann meinen Platz hier oben auf dem Turm verlassen und muss einmal runter in die Kirche gehen, dort, wo Gott mir vielleicht besonders nahe ist. Bevor ich aber runtergehe, möchte ich sozusagen hier oben schließen mit einem Zitat des Dichters Joachim Ringelnatz. Was würden Sie tun, wenn Sie das neue Jahr regieren könnten? Er hat darauf so geantwortet: Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich die ersten Nächte schlaflos verbringen und darauf tagelang ängstlich und kleinlich ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen. Dann hoffentlich aber laut lachen und endlich den lieben Gott abends leise bitten, doch wieder nach seiner Weise das neue Jahr göttlich selber zu machen. Thank you.
Was sagt man zu Menschen, die kurz vom Ziel nicht weiter wollen? Man sagt, sei getrost und unverzagt, und zwar möglichst oft. So wie es Gott Josua zusagt, als dieser in das unbekannte Land Palästina mit dem Volk Israel gehen soll. Im ersten Buch Josua heißt es, als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte, mein Diener Mose ist tot, nun wirst du die Israeliten führen. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Liebe Gemeinde, was wird das neue Jahr uns bringen? Diese Frage stellen viele nach dem, was uns dieses Pandemiejahr mit all den Ängsten und eher schwierigen Erfahrungen erleben hat lassen, vielleicht eher beklommen als freudig erwartend. Ich denke mir, sicher, nicht alles glitzert und funkelt in meiner Erinnerung, so wie diese Steine, die dort hängen, im Licht ihr Glitzern zeigen. Und trotzdem, was beschwerlich war und angstvoll, so gab es doch auch Schönes und Gutes. Und das möchte ich nicht vergessen. Es gab sie, die glitzernden und funkelnden Momente. Ich möchte mit Zuversicht weitergehen, mit dem Schweren und dem Glitzern dieses Jahres im Gepäck. Ein neues Jahr bedeutet ja auch einen neuen Anfang. Es bedeutet Zuversicht und die Hoffnung und Vorfreude auf das, was uns begegnen wird. Um gut in dieses neue Jahr gehen zu können, brauche ich aber mehr als die Prognosen und Versprechen der Politikerinnen und Politiker und der Epidemiologen. Und ich brauche mehr als irgendwelche Horoskope mir schmackhaft machen wollen. Ich brauche einen festen Grund, der mich hält in und bei allem, was kommen wird. Und Sie sehen, die Steine, sie sind festgemacht am Kreuz.
haben ihre Bindung an ihm. Und das möchte ich zum Zeichen nehmen. Rückgebunden durch meinen Glauben, verbunden mit Gott, mit Jesus Christus, der mich hält in jeder Lebenslage, im Glitzern und im Funkeln und im Schwierigen, in den Scherben und dem Verletzenden, in dem, was gelingt und in dem, was ich nicht gut hinbekommen werde, was mir Angst macht. Beide Seiten gehören doch zum Leben dazu. Ich bin nicht perfekt und andere sind es auch nicht. Das Leben ist nicht perfekt. Ein guter Wegweiser möchte die Jahreslosung sein. Im Lukas-Evangelium steht sie für das Jahr 2021. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit. Was meint das eigentlich? Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des Charakters. Barmherzig zu sein heißt, sein Herz zu öffnen und die Not anderer Menschen wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. Barmherzigkeit bedeutet, ich bin innerlich betroffen von dem, was mir begegnet, und ich überlege mir, was für ein Handeln wird dadurch von mir gefordert. So sagt es das Lexikon. Schön formuliert, denke ich. Mein Herz öffnen für die Not anderer. Innerlich betroffen sein. Überlegen, was ich tun kann. Geht barmherzig miteinander um, so wie Gott auch barmherzig mit euch umgeht. Kann ich das? Ich komme ja oft mal nicht mit mir selbst klar. Mit uns selber barmherzig umzugehen, das haben wir kaum gelernt. Gelernt haben wir, zu funktionieren. Wir müssen gut sein. Und wenn wir etwas werden wollen, dann müssen wir besser sein als die anderen. Immer wieder fühlen wir uns doch beobachtet und beurteilt. Und ständig geht es darum, dass wir uns richtig verhalten. In unserem Beruf, in unseren Essgewohnheiten, in der Gartenpflege, in der Erziehung, beim Einkaufen, beim Sport, in der Freizeitgestaltung. Und in diesem Jahr hatten wir da ein ganz besonderes Auge darauf im Pandemiegeschehen. Unser Leben steht unter Kontrolle. Und die schärfsten Kontrolleurinnen und Kontrolleure sind wir selber. Mir sagt die Jahreslosung auch: Sei barmherzig mit dir selbst. Gott sieht dich auch barmherzig an. Und er sieht dich mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen, mit deinem Gelingen und deinem Bemühen und auch mit deinem Versagen und deinen Ängsten. Er sieht dich, wie du bist. Und er sieht dich voller Liebe und voller Verständnis. Ich weiß, dass auch bei mir etwas schiefgehen kann und Angst, Verletzung und Scham mein Herz erfüllen wird, dass ich Fehler mache. Ich bin nicht vollkommen. Barmherzigkeit, die rechnet damit, dass kein Mensch perfekt ist und immer erfolgreich. Das brauche ich auch gar nicht sein. Schon gar nicht in den Augen Gottes. Gott ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Und wenn mir das gelingt, dann wird mir auch gelingen, andere verständnisvoll und barmherzig anzusehen. Davon ist Jesus überzeugt, wenn er diesen Ratschlag gibt, der die Jahreslosung für das kommende Jahr sein soll. In Jesus ist Gott Mensch geworden, damit wir frei aufatmen können, frei uns bewegen und handeln können. Gottes Sohn bringt uns seinen Vater voller Wärme und Vertrauen nahe und ermöglicht uns ein Leben in Barmherzigkeit. Wie groß diese sein kann, das zeigt eine kleine Geschichte aus dem Islam. Vater und Sohn gehen gemeinsam zum Strand. Und der Sohn fragt den Vater: Papa, was ist das, was da auf dem Boden liegt? Das sind Kieselsteine, antwortet der Vater. Der Junge dreht seine Blicke nach rechts. Und jene dort, Papa? Auch Kieselsteine, erwidert der Vater. Diesmal schaut der Junge nach links. Und die hier?
Alles, was du hier siehst, sind Kieselsteine, mein Sohn, entgegnet der Vater. Erstaunt sagt der kleine Junge, das sind aber viele Kieselsteine. Ja, mein Sohn. Papa, gibt es denn auf der Welt etwas, das die Anzahl der Kieselsteine übertrifft? Ja, mein Sohn, das gibt es. Und was ist das? Die Sünden deines Vaters. Papa, und gibt es etwas, das deine Sünden übertrifft? Ja, mein Sohn. Und was ist das? Die Barmherzigkeit Allahs. Sie übertrifft alles. Die Barmherzigkeit Gottes übertrifft alles. Rückgebunden an ihn und aufgehoben in seiner Liebe, habe ich den Blick und den Rücken frei, sodass ich anderen freundlich und aufbauend begegnen kann. Ich stehe auf festem Grund und kann so gestärkt in das neue Jahr gehen und meinen Blick ausrichten auf das, was mir begegnet und auf die Menschen, die mir begegnen. Und so werde ich auch im kommenden Jahr mal funkeln und mal glitzern und mal Scherben verursachen. Bei Gott wird es gut aufgehoben sein. Darauf vertraue ich. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, du bist Anfang und Ende, Herr aller Zeiten. Am Ende des Jahres bringen wir unseren Dank für alle guten Zeiten, die du uns geschenkt hast. Wir bitten dich, auch wenn dieses so besondere Jahr vielen Schweres und Schlimmes gebracht hat, erhalte uns die Erinnerungen an Gutes und Schönes aus diesem Jahr. Wir bitten dich für uns und alle Menschen, die manches erleiden und erdulden mussten in den letzten Monaten. Schenke den Gehetzten Geduld, den schuldig gewordenen Vergebung, den Verletzten Heilung, den Weinenden Trost, den Kranken Gesundheit und den Trauernden Hoffnung, den Verstorbenen ewiges Leben. Gott, wir gehen in ein neues Jahr wie in einen klaren Morgen. Die Nacht lassen wir zurück und schauen im Vertrauen auf dich und die Liebe Christi auf alles, was kommt.
Gemeinsam wissen wir uns von deinen guten Mächten geborgen. Deshalb erwarten wir getrost, was kommen mag. Denn du bist bei uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So lasst uns in dieser Gewissheit gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, gesegnetes und behütetes neues Jahr. Empfangt den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.